Hallo! Ich bin Casper und ihr schaut das Splash Max Splash 2010. Yes! Okay, es ist Sonntag, es ist das Splash, es ist das Splash, Mac. Und Casper, wie immer Sonntag. Nicht Freitag, nein, nein, nicht Samstag, Sonntag. Die erste Kritik, es ist... War durchaus liebevoll gemeint. Es ist, wie man sehen kann, Casper und die halben Hemden mit Iron Maiden im Bilde. Was spielst du? Ich bin für die krassen Bassgewitter zuständig. Schlagzeug. Gitarre. Wann hast du angefangen? Ich bin eigentlich Gitarrist, also deswegen, und Bass ist ja im Prinzip immer einfacher als Gitarre, deswegen spiele ich jetzt Bass und wir proben jetzt seit ein paar Monaten zusammen, also in der Konstellation jetzt für die Casper Live-Geschichte. Kann auch heißen Bass auf der Straße. Wie bist du zur Musik gekommen? Ich glaube, dieses klassische Standardding, Leidenschaft, bla, man hört Musik, irgendwann will man es selber machen. Und dann hat man auf einmal das Talent, glaube ich, sehen wir ja heute noch, und dann läuft's. Es ist so wie, man sagt ja auch nicht, ich will jetzt skateboarden. Doch, sagt man schon, aber es wird nicht einem gegeben, sondern du machst es einfach. Du, also die und die sind ja aus meiner alten Hardcore-Band auch. Also, so schließt sich der Kreis. Wie Jay-Z am Ende der Madison Square Day verliert, all comes full circle. Hast du ihn eigentlich, ich habe den Namen vergessen, sorry. Aber hast du ihn eigentlich auch lookmäßig ausgesucht? Timur. Timur oder Timur? Timur, wie Timo, nur mit Ur. Hast du auch lookmäßig ausgesucht? Nee, aber alle sagen immer, dass er mir scheinbar furchtbar ähnlich sieht. Also er ist auch übers One Love gelaufen und wurde wirklich unfassbar oft auch angesprochen. Und Steiger rannte, schreit damit so, yes! Und umarmt ihn so, wer bist du denn? Ich weiß nicht, wer du bist. Was im Falle von Steiger jetzt nicht das Allerschönste ist, aber mit den Frauen da kriegst du dann jetzt, sagst du auch wahrscheinlich immer, du bist Cass, oder? Das sprechen wir vorher ab. Also wenn er in Ruhe was essen will, dann mache ich dann halt die Fotos. Ihr hättet jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass ich eigentlich euch interviewen will, oder? Ja, aber ich nehme es gerne an. Dann erzähl mal was. Ich meine, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Auf meinen Namen? ich bin überfragt. Pass auf, ich mach mal so. Hey. Diamond Dan, wie bist du zu deinem Namen gekommen? Das ist nicht mein Name. Disco Dan. Disco Dan. Disco Dan. Disco Dan mag halt Disco-Musik, deswegen ist Disco Dan sehr naheliegend. Disco Show war meine Idee, Splash war meine Idee. Das? Und wie alt ist das? Das ist mir und es ist, glaube ich, ich weiß nicht, wann es gebraut wurde, aber geöffnet vor 10 Minuten. Ich trinke das. Ja. Gut. Ja, mach mal. Weißt du noch, letztes Jahr, dass ihr es noch gesendet habt, ist eigentlich eine Frechheit. Fand ich super. Ey. Doch. Big up Splash Mac. Nee, jetzt hatte ich was. Ach so, genau. Hier, diese ganzen alten Hamburger Namen. Ich beobachte dich. Ihr wird nicht live geflirtet. Ist jetzt Show. Kennt ihr euch aus mit so Namen, die man sich gibt? Hier die Hamburger Rainer Zufall und sowas. Na, kennst du diese Spaßnamen? Das habe ich eben zwei gute gehört. Einer war Party McFly. Ja, na? Martin. Oder Dancehall Washington? Auch Martin, garantiert. Kennst du sowas? Nee, ich bin ja sehr schlecht in sowas. Vielleicht Rudimentär? Ist es wie Ali Ment damals bei der Harald Schmidt Show? Yes, nee, ich hab sowas gar nicht. Aber wie gesagt, Martin macht ja sowas den ganzen Tag und findet es auch lustig. Gemeintes Material, mit dem dieser junge Mann hier ein Album aufnimmt. Wie weit seid ihr? Ich weiß, 10 Tracks. Nein, ist gelogen. Aber wann kommt das raus? Das kommt Ende des Jahres, denke ich mal. Oder sobald wir... Also wir machen ja, das wird ja chemische Drogen heißen. Ja. Casimoto. Und auch so sein. Und das wird dann auch dann One Take geschrieben, gemacht, produziert und alles. Das wird jetzt nicht geplant. Ich bin ja seit Tagen wieder auch richtig voll im Masimoto-Wahn. Ich höre ja nur noch die zu zweit allein momentan. Aber ja, wie gesagt, das machen wir dann einfach so fertig. Aber dass wir es machen, steht auf jeden Fall fest. Ich habe ja... Masimoto ist deine Bewegung. Ja genau, ist kein Song, ist eine Bewegung, ist kein Album. Läuft alles auf Keta-Ebene. Nicht? Und wir geben dann auch für MTV auch keine Beta, wir geben eine Keta ab. Ja.
reiner Zufall. Ich habe ja 8 Jahre Detektiv studiert und ich kenne mich aus, wie man so Dinge hinters Licht kommt. Ich kenne mich aus, wie man Dinge denkt. Synapsiert. Gut. Ja. Nee, also, pass auf, worauf ich hinaus wollte, ist ja, machst du mit ihm ein Album, ne, Materia, ja. Bist du ja nach Berlin gezogen, ne? Ja. For Music. Wann steht denn da die Unterschrift? Davon weiß ich nichts. Davon weiß ich nichts. Ich weiß, dass das jetzt auch hart unfair ist, ne, von mir, aber auch einfach durchziehen. Ich meine, fügt sich doch alles zusammen. Wie der Kreis schließt sich ja auch nicht nur im Madison Square Garden, sondern auch manchmal im Tiergarten. Ich mache jetzt gerade das Casper-Solo-Gewitter-Album fertig. Und von was anderem weiß ich gerade gar nichts. Okay, nee, wir freuen uns auf die News, die wird dann wahrscheinlich irgendwann im MC-Forum zu lesen sein. Aber was mich wirklich... Kommen wir zu dem großen Gewinnspiel, ja. Das nämlich jetzt die ganzen Hip-Hop-Fanatiker, das ist eine unbenannte Band, und coole Namen einsenden. Also ich habe schon die halben Hemden gesagt. Die halben Hemden ist heiß im Rennen. Die halben Hemden ist krass im Rennen. Eigentlich gibt es da kein Voting mehr. Ist doch durch, oder? Und einen Gewinn müssen wir uns ausdenken. Wollt ihr was machen oder muss ich was machen? Vielleicht leistest du einfach eine Unterschrift irgendwo. Ja. Mit dem Gewinner fahre ich dann in Heidepark. So. Mit dem Gewinner fahre ich dann in Heidepark und dann Wildwasserbahn. Alles. So. Das können wir senden. Es wird ein großer Spaß. Nein, ich wollte dich was Folgendes fragen. Und zwar. Wer ist das? Er wird einfach gewunken. Hey. Hier, du bist ja vor kurzem nach Berlin gezogen. Könntest du schon benennen, wie das so auf dich wirkt? Wirkt sich sowas direkt auch vielleicht musikalisch aus? Pipapo, Inspiration, anderes Umfeld und so? Also ich bin ja tatsächlich nach Berlin gezogen, weil ich gehofft hatte, weil wie alle Künstler ja dann irgendwann mal früher oder später sagen, so ach, die Inspiration und, oh, und da prallt einfach Kreativität aneinander ab und es läuft alles fast wie von alleine. Also die erste Zeit, wo ich in Berlin war, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt erstmal in so ein Loch gefallen, weil es für mich einfach wirklich zu viel auf einmal war. Es war dann wirklich dann aufgestanden, rausgegangen, dann gesehen hier, bla, Bahn, S-Bahn, Metro, U-Bahn, das hier und dann hinher und das abends einfach erschlagen ins Bett gefallen und dachte mir so, ey, wie macht man, und ich bin auch halt im Winter nach Berlin, was halt das tiefste Schöneberg. Sollte man nicht machen. Ne? Nicht hier eure Friedrich Heinz und hier, ne, ja. Richtig real gekiept. Oder jetzt in Schöneberg ja auch mit Alpagan abhängst. Der wohnt da. Das war also die ersten paar Wochen, auch wenn ich raufgegangen bin, das ist ja halt wirklich eher so eine Nicht-Casper-Gegend, sag ich mal. Und dann immer, und die ersten paar Wochen, wenn ich meine Straße hochgegangen bin, ich hatte so einen roten Parker. Hey, rote Jacke, bleib stehen, ja? Bleib stehen, ja? Schöne Jacke, komm her. Und ich so, wow. Aber jetzt wissen wir... Aber da standen die halben Hemden hinter dir und haben gesagt, so, was los, du Jacke? Da haben wir eine 80er-Breakdance-Pose gemacht. Und einer hat Laser aus den Augen geschossen und dann war das, nein. Aber jetzt wissen die, dass ich da wohne und die sind auch alle cool damit. Okay. Wir sind alle cool miteinander jetzt. Ich habe jetzt auch ein Klingelschild, was ich sehr lange nicht hatte. Was meinen Umzug um einiges erschwert hat, weil sowas wie vermeintlich Einfaches, wie man sagt zum Beispiel, ja, ich beantrage jetzt einfach eine Sparkassenkarte, die kommt halt nie an. Und ich hatte halt so ein Battle mit meinem Vermieter, ich habe dann einfach immer übergeklebt und er hat es wieder abgerissen. Und das hatten wir teilweise dann so 5-mal am Tag. Warum hat er es denn abgerissen? Weil er scheinbar uncool fand. Bei mir ist wirklich viel Post nicht angekommen. Unter anderem CDs, weil ich ja gerade meine Cash Money und No Limit Sammlung auffülle. Die Lücken fülle. Und wo die halben Hemden während der Probezeit bei mir gewohnt haben, da waren die irgendwann so klingeln und dann so, ey Mann, du hast halt ein Klingelschild. Das war für mich wie, hey, du hast ein Auto. Das war sehr cool. Wo wohnst du eigentlich in Berlin? Prenzlauer Berg. Das ist da, wo die bei ganzen... Die Gegend oder da, wo die Vernissage immer ist. Wo es noch nicht so schön ist. Yeah, nicht so schöne Gegend. Yeah, rough, rugged and raw, hey, digger. Machst du nachher mit? Hier ist Tattoos umsonst, wir machen Finger. Ihr macht Finger? Ja, hier. Ach so, nicht ihr lasst euch Finger wachsen, sondern was denn? Was machen wir drauf? Warte mal kurz. H-A-L-B-E. H-E-M-D-E. Scheiße. Vielleicht mehr Bier... Und dann Call Taxi, zweireihig. Oder auch rote Jacke, wäre auch geil, wenn du so durch Schöneberg gehst. Ja, ich weiß ja nicht, wie deine Hände so sind, aber rote Jacke wird bei mir ein bisschen kompliziert. Achso, dann kann ich auch lieber zu jemandem fragen. Kraftklub. Super. Ja? Super.
Ist das nicht? Also ich rühme mich ja damit. Nein. Nein, ich habe tatsächlich im Büro gesessen und die gehört, wo es dann so. Und die werden ja jetzt Weltstars einfach, glaube ich. Ja. Ich glaube, die werden das nächste